Hallo, hier ist der Crazy Schmied und willkommen zu einem neuen Video. Ein neues Smash-Video heute hier zur Update 7.0. Und zwar da, das wird dann ein neuer Charakter, den werdet ihr gleich sehen, und auch ein paar neue Goodies. Ihr fragt euch, Goodies? Was sind das? Tja, Bonus-Sachen, wo man gerne kaufen kann. Und ich kann es euch empfehlen. Denn wir wissen ja, seit Nintendo Direct der 5. Freitag wurde angekündigt und heute tue ich den mit euch testen. Das heißt, wir haben mit normalen Kämpfen und mit den Geistern. Das wird mal laut und weil werdet ihr sehen, was ich meine und dann erkläre ich noch was dazu. Violet kämpft nun mit. Violet, ich hoffe, ihr kennt Fire Emblem Three Houses. Ich kenne mich mit der Reihe gar nicht gut aus und der wird als neuer Kämpfer hinzugefügt. Mit neuen Musikstücken und noch viel mehr. Neues Date wurde hinzugefügt. Neue Musik wurde hinzugefügt. Dann Tassido-Kopf, also ein Mii-Kostüm. Floral Fury. Rabbit-Kopfteil ist auch ein Mii-Kostüm. Und antiker Helm. So, kommen wir nun zum antiken Helm. Wie bekommt man den? Ganz einfach für alle, die Wohner, die da angesetzt haben, ist ja bekannt gewesen vor längerer Zeit her. Hey, wir bringen da weitere DLCs. Ja, damit sind jetzt 7 neue DLCs, werden dann im Laufe vom Jahr 2021, nein, soll bis 2022 sollen alle DLC-Charaktere angekündigt sein, beinhaltet 6 neue Kämpfer. Einer mehr und welche das sind, wissen wir nicht. Die sind so ausgesucht und ja, und das bekommt man dann als Bonus, wenn man das kauft. So, Tassido Outfit, antike Rüstung, außen gehört auch noch dazu. Wir wissen nicht mal, welche Charaktere das sind, aber wir werden nach und nach neue Informationen bekommen. So, Update 7.0 habe ich geupdatet und somit. Dann kommt eine News rein. Hier zum Kauf erhältlich. Hier seht ihr Firefly Volume 2. Zu vorbereiten. Mehr DLC-Pakete ist nun zum Kauf erhältlich. Dieser Pass enthält 6 Kämpferpakete, also eine mehr, welche jeweils in gewissen Zeitabständen bis einschließlich 2021 zur Verfügung angesehen sind. Als exklusiv erhalten Käufer des Firefly Volume 2, zum Beispiel ich zum Beispiel, dazu die Mii-Kämpfer-Kostümartikel, antiker Helm sowie antike Ausrüstung. Immer der Firepass ist nicht im Firepass Volume 2 enthalten. Beinhaltet, wie gesagt, ja, insgesamt einen neuen Kämpfer, ein neues Date und neue Musikstücke. Die genaue Einteilung zu veröffentlichen, da sowie Inhalt der Kämpferpass erscheint zu spielen, Zeitpunkt in diesem Nachrichtenkanal sowie auf der offiziellen Website. So, wie gesagt, 6 Kämpfer. Welche das sind, da gibt es immer in letzter Zeit irgendwie Leaks, dass wir vielleicht. Aber die liegen mir nicht, dass sie nicht nennen, deswegen tja. Wie gesagt, das heißt bei DLCs, dann für alle, die bekommen dann hier beides, als auch die neue dazu, ja auch noch hier die Rabbits und den Tassilo habe ich gekauft hier für alle die Runde von uns. So, bevor wir mit den DLC mit den DLC-Geistern machen, weil Web Story war ein bisschen ja, unser Job. Machen wir erstmal hier bei Kloster Kaulk. Bevor wir das machen, muss ich kurz zur Musik, muss kurz alles aktivieren, damit es mir auch neu Ruhe, Audiothek, Spiel rein. Und wir haben auch ein paar Emblem Reihe. Ihr hört es ein bisschen, aber man muss es
Server kann er keine Fights machen, weil er das Aufnahmegerät leider gesehen bei oder freigeschaltet. So. Weil leider ich kann aktuell nicht streamen. So. Sagen, fangen wir an mit dem allerersten Kampf. Wir wollen erstmal da reinkommen in den neuen Kämpfer, deswegen. Deswegen will man ein Global Garlic Match. Versuche! Und ich sehe beides. Ich sehe nun die Outfits. In männlicher und in weiblicher Funktion, ich nehme bei männlich und mal schauen, was die so kann. So. Ich muss ja noch mit zurechtkommen. Ich sehe diese zwei Bogen, also, Alter, man kann die. Alter! Und ein Schuss und das ist weg. Ich würde sagen, ich zeige euch kurz über Training den Final Smash. Und da kommen noch die weil man kann das gerade nicht sehen, deswegen kurz zu Training und dann zeige ich euch nun den Final Smash. So, ich brauche noch die klassische Route. Kein Sorge, dass dieser Modus kommt auch noch. Und zwar bei Violet ist es Erben des Emblems. Bei Emblem. Ja. Und deswegen sagen wir kurz den Ultra Smash. Alle, die wollen das hier wissen. Kann ich mal starten den Ultra Smash und dann. Und danach kommen noch die Geister noch dazu. Beide. Ich sehe ihn nochmal bei Kämpfern. Nun seht ihr den Ultra. Alter. Oh. So, ich hoffe, ihr habt den Ultra Smash gesehen von beiden. Nun kommen wir zu den Geistern, die wohl auch noch dazugekommen sind. Und dann. Und wenn die Video kurz ist, aber möchte ich nicht dann so viel Inhalt zeigen. Deswegen auch geht zu den DLC Geistern. Und hier ist der Fire Emblem Three Houses. Oh! Geistertafel! Und das sind die Geister. Die, wo wir jetzt anschauen werden. Wir haben hier. Neun Kämpfer, aber sagen, fangen an hier mit. Also, der Kampf gegen Dorothea. Besiegen den Hauptgegner, um zu gewinnen. Zeige Elektroangriffe für Gegner. Wie gesagt, alles mit Bowser nun.
Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann werde ich dann hier ein. Dann mal schauen, was ich dann zeigen werde. Ich glaube, vielleicht zeige ich euch dann Fortnite noch. Aber wie gesagt, wollen wir mal schauen, was ich noch zeigen kann. Auf jeden Fall erstmal hier. Also war so klar. Alter! Alter, was war das für... Item Flut. So, agile Landung. Hilda, Fire Emblems, Angriff stärker. So overpowered Geister. Bereit? Los! Was ist denn der Ultraschmash? Benutzt. Und nun kommt ein Profi! Zettel! Mehr auf Zeit nach, die Zeit nehmen wir noch Kilometer an. Und ja. Naja. Alter, ja genau! Pah! Ich! Hilfe! Himmel, hilf! Nun kommt Profi Eagle Guard. Feuerbogen. Gegen Beile. Bereit? Los! Come on!
Auf Profi Evolution, okay. Profi Dimitri. Profi. Profi, Bodenversuchter, fortlaufende Schaden. Giftresistenz habe ich jetzt, das weiß. Aber wenn ich jetzt das Gift zut. Wow, so schnell. Nice. Claude, primär. Der 99 Evolution. Noch zwei. Hey ja. Außer als meine Ziele Kapitel knapp. Nur noch Gegner groß sein. Das zeigt um diese 25 Gegner. So. Jetzt. Kapu. Kapu. Diesen Schreck jetzt mal rein. Was die Ausdauer sind. Gegen Rehea. Nein, gegen Palutena und Jurat. Thank you.
So schnell? Wow. So. Auf geht's. Legende, Scotty, Dauerheilung, Sudden Ultra Smash. Egal, es geht noch. Keine passende Geister. Von der Superlüftung gibt es Schutz. Irgendwas mit. Wollen wir Heilungsstopper nehmen? Treffer, Sektor, Schild. Tatsächlich irgendwo. Krit. Ich brauche es wo. Ich probier's. Wenn nicht, dann muss ich einen anderen Husky nehmen.
Okay, so geht's auch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich hab's irgendwie gesagt. Notfallheilung. So, schon haben jetzt alle Geister. Somit haben jetzt alle Geister hier von diesem DLC geholt. Somit haben wir jetzt alle Geister hier vom ersten Fighters Pass ist nun komplett. Das bedeutet, wir sehen jetzt nun, ja, haben wir die Persona, dann haben wir jetzt die Fall angehören. Nun steht die Frage, bekommen wir noch weitere DLC-Geister? Das werden wir bald erfahren. In den kommenden Wochen, Jahren. Werden wir es aber erfahren. Da werden wir neu, da werden wir natürlich so bald wieder neue Infos bekommen. Den Charakter jetzt mal hier hochleveln. Ich sage, bedanke würde mal das noch einlösen und dann werde ich so, die wunderschönen Blicke verabschiede mich hier von dieser Folge und ich würde sagen, während gerade meine sich gerade im Hochleveln, würde ich sagen, schon kurz mal in den Geisterkatalog. Somit haben wir jetzt hier, wir sehen können hier ganz viele neue Geister bekommen, aber wir kommen auch mehr dazu. Wir haben jetzt, wie gesagt, Geisterjagd geht weiter. Also wir werden noch weitere Geister fangen, beziehungsweise auch ein paar mit, ich bekomme mal zwischen ein paar mit durch den, ich weiß es nicht, wenn ich den klassischen Modus spielen werde. Wie gesagt, weitergehen wird das Ganze mit dem nächsten DLC, keine Sorge, anderer Modus werde ich noch weitermachen. Also ich aktiviere dann noch beide da, damit ich den auch dann habe. Wenn wir sowieso bald durch haben, wie gesagt, wenn wir mit dem Sturmmodus weitermachen. So nenne ich mal speichern. Wir sehen uns beim nächsten Geistertafel. Und sagen, ja, wir sagen, wir sehen uns dann in einem der kommenden Videos wieder. Ich sag dann, wenn dann der 5. DLC-Fire dann kommt, werde ich, glaube ich, dann erst wieder aufnehmen dann. Ich hoffe, euch hat dieser wunderschöne Part gefallen. Wenn ja, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da. Machen wir den Shop neu.
Gucken wir das kurz mal. Ich sag, bald geht's weiter mit Super Smash Bros. Ultimate. Wie gesagt, als nächstes kommen die Fighter vom nächsten Fire Pass, werden ja nach und nach bekannt gegeben. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Euer Crazy Smith sagt nun Tschüss.